15 Rechtschreibfehler in 3 Sätzen. Der Flyer verteilt von der Stadt an die Bürger in Oberursel. Die Stadt bemüht sich natürlich flugs um eine Erklärung und schreibt uns: Der Erstentwurf des Textes wurde Korrektur gelesen und auch berichtigt. Aus Versehen wurde das ursprüngliche Dokument kopiert und verteilt, was wir sehr bedauern. Der Fauxpas ist nicht hübsch, soll uns hier allerdings nicht weiter beschäftigen. Er passe aber zum allgemeinen Trend, denn hessische Schüler hätten immer schlechtere Rechtschreibkenntnisse. Ein großes Problem, besonders bei späteren Bewerbungen. Ein neues Bewertungssystem, beschlossen von der Kultusministerkonferenz, helfe auch nicht gerade. Es ist so, dass von einer Mehrheit der Schüler die Rechtschreibung inzwischen weniger wichtig genommen wird. Und leider ist es so, dass die neue Situation in Hessen, dass nämlich der Fehlerindex nicht mehr ermöglicht, 4 Punkte in einer Deutschklausur in der Oberstufe abzuziehen, sondern maximal 2, diese laxe Haltung gegenüber der Rechtschreibung auch noch unterstützt. Dass Rechtschreibfehler in Klausuren jetzt weniger Punktabzug geben, sehen die Schüler des Goethe-Gymnasiums in Frankfurt durchaus zwiegespalten. Also für die, die viele Rechtschreibfehler machen, ist es natürlich besser. Ob das jetzt auch wirklich hilft, weiß ich nicht, weil so 4 Punkte Abzug, das kann auch schon mal so ein Tritt in den Hintern sein. Die Schüler an sich finden es ganz gut. Ich glaube, die Lehrer eher weniger, weil damit gezeigt wird, es wird nicht mehr so drauf geachtet. Die Rechtschreibschwächen würden vielfach schon in den ersten Schuljahren gelegt. Ein Problem sehe ich in den Grundschulen, wenn Schüler die Möglichkeit haben, mehr oder weniger nach Gehör zu schreiben. Da besteht die Gefahr, dass sich eine falsche Schreibweise einschleift. Und wenn die Schüler dann lernen, wie es richtig wäre, dann hat man das Problem, ihnen erst das Falsche wieder abzutrainieren. Der Landeselternbeirat sieht das Problem ebenfalls bereits in der Grundschule angesiedelt. Sie bräuchte dringend mehr Personal und Geld. Bei den Grundschulen schlägt die Inklusion auf, bei den Grundschulen schlägt die Ganztagsschule, packt für den Nachmittag auf. Und das sind natürlich alles Geschichten, die die Lehrerstellen binden. Und da muss dringend nachgesteuert werden. Auch der Hessische Philologenverband warnt eindringlich vor zu laxem Umgang mit den immer schlechteren Schreibkenntnissen der Schüler. Es wird dann eine Sicherheit suggeriert, die dann im Berufsleben oder auch in der Universität nicht mehr so sein wird. Denn spätestens im Berufsleben oder auch in der Universität werden die jungen Menschen dann von der Realität eingeholt und auf ihre Mängel hingewiesen. Und die Klagen aus dem Bereich der Unternehmen und Universitäten sind ja auch nicht zu überhören. Danach gefragt, weist das Hessische Kultusministerium die Vorwürfe zurück. Das Land gebe mehr Geld für schulische Belange aus als andere Bundesländer. Hessen hat in den vergangenen Jahren sehr klar gezeigt, dass wir deutlich mehr Mittel in den Schulbereich, in den Bildungsbereich stecken. Das hat ganz aktuell in dieser Woche auch der Bildungsfinanzbericht gezeigt. Hier schneidet Hessen sehr gut ab und gehört zu den Ländern, die bei den Bildungsausgaben an der Spitze liegen. Da scheinbar alles gut ist und nichts geändert wird, ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis wir wieder solche Flyer in hessischen Briefkästen finden.